So.
Sie es vorher begleichen bei Überweisung, aber auch unsere Automaten dorthin.
Sie einen Strichcode hinten drauf und damit können Sie einfach die Karte scannen und das erkennt der Automat dann. Und an dem Automat können Sie beispielsweise auch mit EC-Karte zahlen. Sie können aber auch bei uns Mitarbeitern bar einfach Ihre Gebühren bezahlen. Okay, normale Objekte, die Sie ausleihen, also Bücher, alles Mögliche, kostet natürlich nichts. Sie müssten heute einmalig, das ist immer unser Jahresbeitrag, 5 Euro bitte bezahlen. Und damit haben Sie das ganze Jahr ruhen können, was immer Sie wollen ausleihen. Okay. Hätten Sie zufälligerweise Bargeld dabei oder möchten Sie mit EC-Karte zahlen? Sie haben Spar, sehr schön. Gut, das wäre sehr nett, wenn Sie das dann gleich... Gut. Ich gebe hier noch kurz ein paar Sachen ein.
es damals gesehen habe. Es wurde mir mehrmals über Jahre hinweg empfohlen von verschiedenen Menschen. Ich habe es immer wieder beiseite geschoben, nicht diesem Buch weiter Beachtung geschenkt, bis dann irgendwann der Hinweis kam. Ich war auf einer Geburtstagsfeier und die Person erhielt dieses Buch zum Geburtstag geschenkt. Dann dachte ich mir, jetzt ist es Zeit. Ich sehe es als Zeichen. Und hier geht es um einen andalusischen Hirten, der einen Traum hat nach einem Schatz oder von einem Schatz. Und am Fuße der Pyramiden liege dieser Schatz für ihn bereit, also am Fuße der Pyramiden in Gizeh in Ägypten. Und es ist eine sehr, sehr abenteuerliche und lehrreiche Reise für diesen andalusischen Hirten. Er trifft auch die Liebe seines Lebens auf seinem Weg durch die Wüste. Er gewinnt, er verliert. Also sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön geschrieben. Sie haben tatsächlich von diesem Buch schon mal gehört. Wahnsinn. Sehen Sie, es ist auch wirklich ein Weltbestseller. Es wundert mich nicht. Sie möchten es gerne ausleihen. Das war dann jetzt Ihr Zeichen, dass es wieder zu Ihnen gekommen ist. Was hätten wir noch? Sie meinten Gesundheit und Bewegung noch, genau. Gesundheit und Fitness sozusagen. Hier haben wir etwas sehr Spezielles, aber sehr, sehr Effektives, um den Körper zu stärken. Haben Sie schon einmal von Pilates gehört? Das ist ein Muskelaufbauprogramm. Ja. Und hier finden Sie ganz viele Abbildungen. Diese Übungen beinhalten sowohl Dehnübungen als auch Kräftigungsübungen, ja. Und hier vorne, ups, da hat wohl jemand etwas drin gelassen. Hier vorne haben wir ein 3-Stufen-Programm. Beispielsweise ein Entspannungsworkout. Das dient dann wirklich eher der Dehnung. Dann gibt es ein Bauch-Oberschenkel-Pull-Workout. Sehen Sie dann hier. Ja. Das können Sie wie eine Karte ausklappen. Und genau. Hier haben Sie dann noch, je nach Farbmarkierung der Workouts und auch im Buch, Einsteiger, Mittelstufe und Fortgeschritten. Also Sie können sich wirklich ganz entspannt viel Zeit lassen, dieses 3-Stufen-Programm zu erkunden zu Hause. Es gibt natürlich auch im Internet auf YouTube viele, viele Videos dazu. Wenn Sie sich bei der einen oder anderen Übung mal nicht sicher sind, ob Sie diese richtig ausführen. Wie klingt das für Sie? Wäre das was? Einfach als Ergänzung zu den Übungen, die Sie bereits schon machen. Genau, das klingt sehr gut. Dann freue ich mich wirklich sehr, dass ich Ihnen mit diesen 3 Buchempfehlungen etwas weiterhelfen konnte. Es ist manchmal ganz schön, von Mensch zu Mensch sich etwas zu empfehlen, als nur im Internet Rezensionen zu lesen oder aufs Geratewohl durch Regale zu gehen. Genau, manchmal ist es schön, wenn einem jemand einfach kurz etwas dazu erzählt. Genau, man fühlt sich dann ganz anders verbunden mit diesen Medien oder man kann sich die Sachen besser vorstellen. Ich bin da sehr ähnlich wie Sie. Ich mag es auch lieber, mir direkt von Person zu Person etwas face-to-face sozusagen erklären zu lassen, als nur zu lesen. Genau. Und dieses Buch ist sehr schön. Es hat einfach sehr viele Abbildungen. Darum geht es natürlich. Es ist ein Workout. Und das kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Probieren Sie es aus. Und wenn es nichts ist, dann ist es eben nichts. Aber wie
Lisa, es kostet sie ja nichts, das auszuleihen. Dann schauen sie sich einfach jetzt noch ein klein wenig um oder wie auch immer, solange sie möchten natürlich. Haben sie eine schöne Zeit hier. Wenn sie Fragen haben, wir sind überall, die Mitarbeiter sind überall hier in der Bibliothek verstreut. Sie finden uns an diesen Tischen, an diesen Schreibtischen. Wir haben unsere Namensschilder natürlich auch dran. Und wie gesagt, die Cafeteria ist hier, genau auf dieser Seite. Und die Automaten zum Ausleihen und Zurückgeben finden Sie dort ganz hinten in der Ecke. Und ansonsten finden Sie genau in jeder Bücherregalecke vorne einen Zettel dran, dass Sie wissen, was genau Sie in dieser Bücherregalecke finden, welche Kategorie, welches Genre. Und wir haben überall auch Computer verstreut über die Bibliothek hinweg, Sitzplätze. Wir haben sogar auch kleine Räume, die geschlossen sind, falls Sie jemand sind, der wirklich sehr viel Ruhe benötigt. Genau. Und Sie finden hier wirklich alles, was Ihr Herz begehrt oder Ihr Leserauge oder Ihre Ohren begehren. Genau, wir haben eine große Auswahl an Audiobooks, an CDs, auch wenn Sie Musik hören möchten, CDs, genau. Videos haben wir auch nicht so eine große Auswahl, denn wir sind ja immer noch eine Bibliothek und wie Sie vielleicht auch wissen, nimmt es immer mehr zu, dass Menschen online eher genau Streaming-Dienste in Anspruch nehmen. Genau, und darüber sich dann lieber Filme ausleihen, also die Videotheken oder Videos und Blu-rays, die gehen gar nicht mehr so gut wie früher. Die Nachfrage sinkt und somit auch unser Angebot natürlich. Dann machen wir lieber Platz für Bücher. Ich wünsche Ihnen eine sehr, sehr schöne Zeit hier auch mit Ihrem Buch oder Ihren Büchern. Und Sie dürfen bis zu 10 Medien ausleihen. Erst einmal, ja, wir müssen es etwas beschränken. Denn realistisch gesehen können die Leute sowieso nicht genau alles auf einmal lesen oder parallel oder gleichzeitig. Und deshalb beschränken wir es also. Sie haben jetzt bereits diese 3 Exemplare schon. Genau 7 weitere Medien dürfen Sie sich dann noch ausleihen. Die Ausleihfrist endet nach 4 Wochen. Sie können aber online in Ihrem Account genau bis zu 2-mal verlängern bei Büchern. Genau. Bei elektronischen Medien dürfen Sie nur einmal verlängern. Genau. Sehr schön, dann freue ich mich, wenn ich Ihnen helfen konnte. Und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit, ja, und schön, dass Sie da waren. Alles Gute.